Hallöchen und herzlich willkommen im kleinen Dorf. Nico, ich weiß nicht, was wir heute tun wollen. Ja, ich weiß auch nicht. Ich glaube aber, dass ich mal einen Spaziergang... Morgen eher, ne? Ach so, ist... Ich glaube, ach so, 19 Uhr. Ja. Ist richtig. Dann morgen mach... Oh Gott, wir brauchen so neue quasi Leute. An der an der Hauptstadt vorbei, gucken, was ich mir da holen kann. Und dann nach Ostoja. Dort würde ich mir nochmal Dünger holen. Und gucken, was ich halt noch so holen kann. Okay, ich... Für so Happa-Happa, wobei wir genug Happa-Happa haben. Aber halt, um die Felder vielleicht ein bisschen abgehen zu lassen. Ja, also ich habe gerade noch ein Fundament gegossen. Ich würde sagen, wir machen das so. Ich starte noch ein Haus. Dann kannst du vier Leute holen. Und die können dann dementsprechend auch ordentlich Zeug craften die ganze Zeit. Ja. Weil stabil sind wir ja. Ja. Stabil, Bruder. Stabil. Ja, weil uns fehlt einfach der Dünger. Ich habe mir auch gedacht, dass ich vielleicht hier... Warte mal, ob ich hier so eine kleine Plantage reinkriege. Ja. Oh nein. So knapp nicht, oder? Du, wir können... Ich habe dir extra... Guck mal, Nico. Ich erkläre dir mal. Die Flächen hier dazwischen sind eigentlich voll gut für Bäume. Ja. Zuhören! Dann Quatsch. Guck mal, ich habe extra hier freigelassen. Also das heißt, wir können unsere Felder hier lang erweitern und auf der anderen Seite exakt dasselbe. Ich habe extra an Erweiterungen gedacht, weswegen die Häuser nach unten gerückt sind. Okay. Ja, weil ich würde gerne, weißt du, gucken, ob ich sowas wie einen Apfelbaum oder so... Genau. Genau, das machen wir. Also ach Gott, ich friere. Nee. Fackel nicht ausgerüstet. Ihm ist kalt. Ja, oha, ich friere sogar schon so, dass ich es mir Leben abzieht. Ja, bei mir geht's gerade noch. Ja, okay, Digga, beruhig dich. Okay, wir haben gar keine Fackel. Oh Mann, ich würde Stücke brauchen. Was braucht eine Fackel? Ein Stock und 9 Stroh. Kannst dir auch neue machen mit Leder, glaube ich, ne? Ach, an der Werkbank, oder? Ja. So eine bessere. Ja, guck ich mal, ja. Oh Gott, morgen wird dann erstmal ordentlich wieder gecraftet. Also, ich werde erstmal Sachen zusammensammeln müssen wegen der Hütte hier. Das Schema müsste ich mir kaufen mit der Fackel für 250. Guck mal, was der Verkaufspreis davon ist. Vielleicht lohnt sich das wirklich sogar echt. 40 Preis. Oh, das eignet sich ziemlich gut. Der Preis ist sexy. Stimmt. Ich hab's jetzt mal gekauft, weil ich finde 250 geht noch klar. Ja, ja. Und ich brauche dringend eine Fackel, weil ich habe nur noch die Hälfte von meinem Leben. Oh, ja, beeil dich. Dann... Ja, ja, ich weiß, du frierst. Okay. 2 Leder... Als ob wir keine Stöcke haben. Ah, okay. Ich hole gerade neue. Ja, ich weiß, ich muss mich auf... Ja, ich sammle einfach schnell, ich brauche bloß 2. Achso, okay. Hopp. Happel die Hopp. Ja, ist ja gut. Also ich werde definitiv ein paar von den Fackeln noch herstellen, vielleicht morgen noch früh. Aber wir haben sehr, sehr viel Leder. Ja, Leder haben wir genug, ja. Genau. Die Fackel. Oh, ich auch schon leben. Ach, schön warm. Meinem Dude war auch ein bisschen zu kalt. Dem Hayo.
Wie viel Leder braucht man? Ein? Zwei. Wie viel? Zwei Stöcke. Zwei. Okay, sehr gut. Zwei Stöcke und zwei Leder braucht man. Ah ja, sehr gut. Zwei Stöcke, zwei Leder. Okay. Jetzt hängt er wieder an der Kiste. Ist gleich fertig. Ich sehe dich. haben wir nicht schon auch so eine Kräuterhütte gebaut? Ja, da hinten. Ja, haben wir alles. Weil ich pack da mal in die Kiste, was Sinn macht. Mhm. Moinsen. Momente. Oh, stimmt. Gut, ich mach mal schnell ein paar. Ich geh mal ganz kurz aufs Toilette, ich bin gleich da. Hui. Ah, ja, okay. So, da bin ich wieder. Hallo. Hallo. Ich bin fast durch. Kriegst 19 Fackeln einfach mit. Kannst du alle verscherbeln. Mach ich. Ja, weil ich will eine Quest machen, damit wir suchen, eine Quest zu machen, genau. Ja, dann kann ich eben noch verkaufen. Und dann habe ich mir gedacht, mache ich noch. Also gucke ich noch bei diesem Händler nochmal. Mhm. Ich lege dir die Fackeln in unsere Truhe. Ja. Achso, im Haus dann, oder? Genau. Also 40 soll es pro Fackel geben. Mal gucken, wie viel du am Ende rausbekommst. Ja. Gut. Es ist dunkel. Ja. Abitale. Wir gehen gleich Bubu machen. Jetzt, bitte. Ja, ich komme gleich. Oh Gott, was ist denn hier los? Wir haben noch über 600 Münzchen. Schön. Ja, ich habe mir 500 rausgenommen. Schon. Ah, für morgen. Also wir haben sogar noch ein bisschen mehr. Krass. Ja gut, dann Scherbel. Sag ich nur. Verscherbel den Lachs. Liegt schon im Bett. Jo, ich jetzt auch. Oha. Moin. Hallo. Genau, nicht vergessen, die Dinger mitzunehmen und dann viel Spaß. Ja. Danke. So, ich guck jetzt auch mal. Gib mir mal was. Ich werde hier. Was wirst du? Ich werde ein paar Sachen da lassen. Nur das Nötigste mitnehmen, weil der Dünger so schwer ist. Ja. Nun wirklich auch nur, ja. Das, was du mitnehmen kannst. Oh, das bleibt da, das bleibt da. Das bleibt da, das nehme ich mit. Mhm. Den Knüppel, nicht, dass mir irgendwas passiert. Mhm. Das bleibt auch da. Gut, dann nehme ich mir nur noch was zum Essen. Sehr gut. Ich knüppel einfach hier ein bisschen was um. Dann kannst du das Feld danach auch erweitern. So. Und hier gebratenes Fleisch. Nehmen wir mal drei mit. So, und dann gehe ich. Ja. Mal los. Gut. Und sag bis später. Peter. Bis später. Viel Spaß bei was auch immer. Ich guck mal, also beim Einkaufen auf jeden Fall. Ja, beim Einkaufen. Aber hoffentlich auch beim Reputation hoffentlich ein bisschen sammeln. Ja, auf jeden Fall. Guck mal nach, ob du irgendwie einen Punkt für uns rausholen kannst. Ja. Das wäre ganz sexy. So. Ach, dem Hayopai ist immer nur kalt.
bauen wir also weiter. Hier kann ich noch was fertig machen. Also wir werden auf jeden Fall... Jetzt behalte ich eine von deinen Fackeln aus. Ja, das ist okay. Ich glaube, die werde ich brauchen. Ist schon so kalt? Nee, aber ich muss ja ständig mit der rumlaufen. Ah, ja, ja, ja. Ja, gut, also wenn du die auf zwei behältst, ist ja egal. Ja. Daran soll es ja nicht scheitern. Ich gucke jetzt mal, ich tue sie mal weg, wie lange es aushält ohne. Du musst dich aufwärmen. Ja, ist okay. Das hat ja nicht so lang gehalten. War sehr lang, auf jeden Fall. Wie sieht es denn mit Brennholz aus? Ah, wir haben noch so viel Brennholz. Na, ist doch supi. Also da müssen wir uns keine Sorgen machen. Wir sammeln mal ein bisschen Stoff. Oh Gott, ist viel Zeug. I'm so cold. Dem ist nur kalt. Egal, was du machst. Ich hoffe, wir können uns irgendwann wärmere Kleidung machen, endlich. Mal gucken, was es übrigens dann im Frühling gibt. Also im Frühling ist da das Weizen schon fertig, weißt du das? Oder erst im Sommer? Ich glaube im Sommer, ne? Ich glaube im Sommer, ja. Ich habe mein Säckchen gerade nicht dabei, ich kann gerade nicht nachgucken. Aber ich meine im Sommer. Nee, dann, boah. Naja, wir müssen halt mehr Felder bauen. Meine Axt ist kaputt. So. Belege. Ja, wir brauchen dann auch so ein Erzgewinnungsding. Ist ja ganz geil, wenn wir bessere Äxte und so halt. Boah, ja. Dann mal bekommen. Also, wir haben ja eine Mine nicht weit weg. Das ist ja schon mal. Da könnten wir dann auch selber ein bisschen was holen. Genau. Also, wir haben ja schon so eine Grabungs. Dings da haben wir schon. Haben wir schon gebaut. Genau. Okay. Also wir könnten theoretisch schon anfangen. Ich habe die halt nur für Steine gebaut erstmal. Aber ich kann locker noch eine zweite, dritte Hütte machen. Alter. Okay, warte mal. Welcher Tag ist es im Winter? Der zweite erst, gell? Mhm. Sehr gut. Weil dann nehme ich hier eine Quest an mit 3 Eimer abliefern. Ah. Das kann ich am nächsten Tag dann machen. Sehr abliefern gut. Da 9 Steinmesser. Easy. Ja, das kriegen wir auch hin. Okay, passt. Die 2 Sachen schaffen wir. Das ist cool. Ja, aber ich verfolge die jetzt nicht aktiv. Und dann ist da noch jemand, der eine Quest hat. Ja. Sehr gut. Schauen wir mal. Oh, das ist ein Kind. Oha. Okay. Hä? Nee, bist du draußen? Ach, der ist draußen. Big Brock Stroh. Und dann bin bisschen, ich. Bisschen Stroh haben wir noch in der Kiste. Nicht mehr? Achso, okay. So, ich verkaufe mal die Fackeln. Sind immerhin. Oh jo. Was? Wie viel? 340 Münzen. Ja, das ist Deal. Das ist doch schön. Tschüss. Müssen wir nur irgendwann mal nochmal Leder holen, aber ja. Ja, kaufen ist jetzt, glaube ich, blöd. Nö, das ist
Ja, genau. Das erjagen wir schon. Wir haben ja eh eine Jägerhütte, von daher geht das auch. Stimmt, ja. Boah. Ich hab schon gedacht, ich bin übelst voll, aber bin ich gar nicht. Hab noch nicht genug gesoffen. Jupp, nächstes Haus ist fertig. Sehr schön. Na, wenn wir das alles haben. Wenn du sagst, dass ein... warte mal, kann man... Muss man gerade mal gucken bei der Verwaltung. Ah, die können Kupfererz abbauen. Diese Bergarbeiter hier. Das wäre ja schon mal viel. Bedeutet, okay, für die andere Quest schaffe ich auch nicht sofort. Mhm. Die werde ich auch erst morgen erledigen können, denke ich. Oder für die habe ich mehr Zeit, die muss ich nicht im Winter fertig haben. Okay. Was ist das für eine Quest? Ich muss in zwei Städte laufen und was holen. Ach ja, gut. Das kriegen wir hin. Also easy auch. So, dann gehe ich noch schnell Dünger holen. Ja. Und guck, was ich noch so krieg. Ich guck mal nach Samen. Und ich glaube, ich... Auf was für Obst hättest du Bock? Apfel? Pflaume? Birne? Alles? Alles. Geht das... Auf einer Plantage, das müsste schon gehen, oder auf einer Plantage verschiedene Bäume. Ja, geht. Definitiv. Was macht er da? Ich habe schon wieder Bugs. Bunny. Okay, ich sollte definitiv das leveln. Machen wir das so. Okay. Ich hab bald einen Skill, womit ich mehr tragen kann. Oh. Das klingt sinnvoll. 5 Kilo. Das ist schön. Ja, glaub mal. Ich bin dann sehr glücklich über mich. Glaube ich. So. Ernsthaft, mir fehlt noch ein Baumstamm. Ich bin unterwegs zur zweiten Stadt. Nice. Achso, Reputation haben wir noch nicht genug, stimmt. Oh, ein Fuchs. Weggerannt. Ein Fuchs. Weißt du, du erlebst die größten Abenteuer dieses Hauses. Naja, das Abenteuer. Naja, gut. Das größte Abenteuer war der Fuchs, der mir vor die Nase gelaufen ist. Stimmt. So viel Abenteuer ist es gar nicht. Aber ich find's auch nicht so schlimm, jetzt ein bisschen rumzulatschen, Mai. Naja, klar. Deswegen dafür, dass du in den zwei Dörfern was holst und bla, und dann kriegst du Reputation. Ich weiß nicht, ob das für deine Perspektive so geil ist, hier nur rumzulatschen. Es passiert halt nichts. Ja, eben. Du rennst halt nur rum, ne? Ja. Ah, das Spiel ist sowieso eher viel ruhiger. Ja, ja, das auf jeden Fall. Also wer das schaut, der weiß auch, dass das jetzt hier nicht das actiongeladene Spiel vorm Herrn ist. Ja, eben. Also wir führen jetzt Krieg oder so? Nee, nee. Okay. Ich habe noch ein paar Steine. 50 Stücke, das ist gut. Holzstöcke. Alter, wir haben. Okay. Hey, Luvit. Verdammt. Hey, Luvit. Ich brauch doch noch ein paar Stöcke. Vor allem, ich hatte noch nicht ein einziges Wegereignis. Also so einen umgefallenen Karren oder so. Echt? Nothing. Boah, das ist natürlich madig. Da kommt der Erste. Gerade wo du darüber gesprochen hast. Schauen wir mal, was passiert hier gerade.